Easy, aber wer sind Sie eigentlich? Schon gut. Ich arbeite hier. Maya. Maya Fey. Maya. Fey? Maya? Also hat Mia den Namen dieses Mädchen geschrieben. Vielleicht sollte ich ihr die Quittung zeigen. Hätte nie gedacht, dass mir so ein Beweismittel außerhalb des Gerichts nutzen würde. Böse, böse, böse. Böse, 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 böse. Bevor sie starb, schrieb Mia eine Nachricht mit ihrem eigenen Blut. Sie hat sie auf die Rückseite dieser Quittung geschrieben. Das ist mein Name! Warum? Warum sollte sie meinen Namen schreiben? Bitte, beruhigen Sie sich. Wieso sollte meine Schwester meinen Namen schreiben? Oh oh. Da habe ich ja was angestellt. Die Polizei! Klingt, als käme sie hierher. Keine Bewegung! Polizei! Okay, ich bin Inspektor Dick Gumshoe, verstanden? Gumshoe? Merkwürdiger Name. Wir haben vom Gebäude gegenüber eine Meldung erhalten, verstanden? Jemand sagt, er habe einen Mord gesehen. Das muss die Frau gewesen sein, die ich gesehen habe. Jedenfalls, keiner bewegt sie auch nur einen Zentimeter, kapiert? Großartig. Einfach nur großartig. Maya. Moment mal, sie würde doch nicht... Nee. Entschuldigen Sie. Das Wort hier. Maya, sagt Ihnen das was? Das ist mein Name. Was? Dieses Wort hat das Opfer mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit ihrem letzten Atemzug hat sie den Namen des Mörders aufgeschrieben. Mörder? Ich bin kein... Fall gelöst. Sie kommen mit aufs Revier, Madame. Was? Ja, böse, böse. Maya, Mias jüngere Schwester wurde an Ort und Stelle verhaftet. Ich musste zur Befragung mit und kam erst am nächsten Morgen wieder raus. Meine Lider waren schwer, aber ich konnte nicht schlafen. Ich saß herum und wartete, bis die Besucherzeit im Untersuchungsgefängnis anfing. Ich musste so bald wie möglich mit Maya sprechen. 6. September, 7.07 Uhr. Strafanstalt, Besucherraum. Oh je. Sie haben die arme Maya wie eine Kriminelle eingesperrt. Oh, Entschuldigung. Oh. Sie sind's. Ternwald. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ne, wir sind ja nett, wir lassen ihr die Wahl. Ich sag's besser direkt. Sie haben die Wahl. Die Wahl? Ja, ich denke nicht, dass ich darüber entscheiden sollte. Immerhin sind Sie diejenige, die in Schwierigkeiten steckt. Sie werden mir niemals glauben, nicht wahr? Sogar Sie, als Sie mich im Büro fanden. Sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich Sie so angeschaut? Nein, nein, ich habe nie gedacht. Schon gut, verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Heute hatte mein Juniorpater seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist es gelaufen? Es war einfach großartig. Ehrlich, ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen. Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die die Bösen das Fürchten lehren.
Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Hey, das klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hättest. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehen sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich hab's falsch vorgelesen. Nochmal, bitte. Zurückspulen, so. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehe, sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß nicht, Maya. Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihm noch 3 Jahre Zeit. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das hat sie gesagt. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die mir das angetan hat. Ich weiß. Ja, ne? Böse, 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 böse. Da gibt es noch etwas, das ich Sie fragen wollte. Ja? Was hat es mit Ihrer Kleidung auf sich? Ach, die? Das ist die typische Kleidung von uns Akolyten. Eine Uniform, könnte man sagen. Akolyten? Leute in religiöser Ausbildung? Was genau hat das mit Ihnen zu tun? Och, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium in der Ausbildung. Medium? Bei mir würde das als etwas Besonderes gelten. Duck, duck. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja, mal sehen. An dem Morgen hat mich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Ein Beweisstück? Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Larry gemacht hat. Wie kann die denn ein Beweisstück in einem Prozess sein? Ja richtig, sie hat da was erwähnt. Jetzt weiß ich's wieder. Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Sie haben es aufgenommen? Ja, ich habe vergessen, wie man solche Sachen löscht. Meint ihr echt, die hat ein Handy noch im Gefängnis? Sie sagten, sie hätten ihr Gespräch mit ihrer Schwester auf ihrem Handy aufgezeichnet. Kann ich es mal hören? Einverstanden. Oh, da fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Tut mir leid. Oh, ja, natürlich. Wenn ich Inspektor Gamschuh das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher. Danke. Mayas Notiz zur Gerichtsakte hinzugefügt. Hä, kann ich das jetzt nochmal fragen? Oder habe ich das noch gar nicht gefragt? Ich frage es nochmal. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid. Ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss. Nein, das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. An dem Morgen rief mich meine Schwester an. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Das ist die Uhr, der Denker, die Larry gemacht hat. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Wann sind Sie im Büro angekommen? Das war so gegen 21 Uhr. Das Licht war aus und es roch nach Blut. Dann habe ich sie gefunden, meine Schwester. Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Also sind Sie ein Akolyt, ein Medium in der Ausbildung. Genau. Die Frauen der Familie Fay waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Moment. Sie sagten, Familie Fay? Also hatte Mia auch damit zu tun? Natürlich! Sie verließ den Berg, um ihrer Karriere zu folgen, wie sie sagte. Ihre Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Warten Sie! Was ist denn?